Moin zusammen und herzlich willkommen zurück im LS19 auf der Mühlenkreis Mittellandkarte beim Lohnunternehmen Berch, liebe Freunde. Wir sind gerade fleißig am Silagebein pressen. Wir haben ja in der letzten Folge angefangen, die Wiesen zu mähen in den Aufträgen, die wir jetzt angenommen haben. Und da habe ich im letzten Stream ein bisschen was weitergemacht. Das heißt, ich habe gemäht die restlichen Wiesen, den Bandschwader aufs Grasland gebracht und angefangen hier Ballen zu wickeln, zu pressen und zu wickeln mit dem 900er Fendt. Dazu haben wir uns hier so ein schönes Frontgewicht geholt, die ich sehr cool finde, inklusive Schwartniederhalter, sehr praktisch. Und wir haben die Kuhn FBP 3135 kombinierte Rundballenpresse und Wickelgerät, sehr praktisch. Und wir sind nach wie vor dabei. Die erste Wiese haben wir fertig. Und wir können gleich mal gucken, wo die nächste ist. Das wäre hier oben die 64. Und die 67 müssen wir machen. Und ich würde sagen, genug erzählt. Wir wollen ein bisschen was schaffen. Insofern lasst uns direkt mal loszuckeln. Und auf die nächste Wiese. Einsammeln müssen wir die danach dann logischerweise auch noch. Ja, Quatsch. Fahren hier rechts und dann an der Hauptstraße links. Einsammeln müssen wir die auch noch. Dazu haben wir den Marcel Ferguson schon vor dem Ballenwagen gehangen. Und der hat ja den Frontlader dran. Ballenzange habe ich auch schon dran. Insofern werden wir dann die Ballen mit dem einsammeln. Da müssen wir mal gucken, wie viele Ballen wir da letzten Endes drauf bekommen. Und dann werden wir die verkaufen. Ich glaube, beim Landhandel müssen wir die alle verkaufen. Für alle Aufträge. Das ist ganz praktisch, weil dann haben wir quasi nur eine Fahrt dahin. Oder eine oder zwei Fahrten, je nachdem. Müssen wir, wie gesagt, mal schauen, wie viel wir auf den einen drauf bekommen. Ja, dann haben wir in der Auftragsliste noch ein paar Anfragen, was Ernte angeht. Das heißt, einige Landwirte haben ihr Getreide noch stehen und haben angefragt, ob wir da noch mal dreschen können. Was wir natürlich tun werden. Die Drescher stehen allerdings aktuell noch am Hof zur Wartung. Insofern ja, wird es da dann demnächst weitergehen. So, pass auf. Einmal den hier, dann einmal den hier. Ausklappen. Anschalten. Einmal kurz zurückfahren. Passt das gerade? Absenken. Und los geht's. Ja, dann hatte ich auch schon mal erwähnt, dass wir mal gucken müssen, wie wir das mit dem Mais machen. So ein paar Anfragen gibt es da schon, ob wir nicht für die lokale Biogas häckseln können. Allerdings ja, ist das ein bisschen schwierig. Ne? Ich bin da so ein bisschen am Schauen, was Häcksler, und da müssen wir uns auf jeden Fall eine Häckselkette kaufen. Aktuell haben wir keine. Das heißt, die Anfragen können wir aktuell gar nicht bearbeiten. Oder gar nicht annehmen. So weit ist es ja eigentlich schon, ne? Das heißt, da müssen wir nochmal gucken, wie wir das machen. Wird sich aber auch was finden. Bock hatte ich auf jeden Fall. Ich meine, Schlepper haben wir genug. Das heißt, wir bräuchten Silierwagen. Oder Silagewagen, so. Und einen Häcksler, logischerweise. Der Häcksler dürfte das Hauptding sein, weil der kostet halt auch eine Kleinigkeit, ne?
Keine Frage. Also ein paar Betriebe haben halt hier Mais stehen. Der sieht auch schon ganz gut aus. Wie gesagt, da müssen wir dann mal gucken. Wie gesagt, erstmal haben wir jetzt ja noch ein bisschen mit der Getreideernte und unseren Grünlandaufträgen hier zu tun. Getreideernte ist tatsächlich auch noch ein gutes Stück. Was da zu tun ist. So, hier ist es ja nicht allzu viel, ne? Das sind ja nur die paar Schwade hier. Ja, deswegen. Also, genug zu tun gibt es ja auf jeden Fall. Was ich jetzt übrigens noch gemacht habe, ist, ich habe das Update der Karte aufgespielt. Da gab es jetzt heute. Nee, heute glaube ich kam ein Update. Der Karte. Und das habe ich einmal mit installiert. Gleichzeitig habe ich. Baumwolle und Zuckerrohr aus der Karte rausgenommen. Weil, gut, wir spielen hier hauptsächlich auf europäischen Karten. Und dementsprechend bin ich der Meinung, dass da Baumwolle und Zuckerrohr jetzt nicht wirklich was zu suchen haben. Dementsprechend, habe ich es in der XML rausgenommen. Brauchen wir nicht. Ich denke, wir werden es nicht vermissen. Weil, wie gesagt, Baumwolle, Zuckerrohr habe ich bisher sowieso nie gemacht. Warum auch? Das ist ja komplett nicht auf europäischen Karten beheimatet, sag ich mal. Ne? Hat meiner Meinung nach auch nichts da zu suchen. Zerstört auch irgendwie so ein bisschen das Gesamtbild, muss ich sagen. Na guck. Achso, nee, eingeschaltet müssen wir sie schon lassen. Aber den einen Ballen. Ja. Ja, den haben wir ja super hingelegt. So, das wäre das. Kommt jetzt noch die letzte Wiese und auch größte, die Wiese Nummer 70. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, in der Mähfolge, oder nee, habe ich das, na Quatsch, nee, habe ich gar nicht in der Folge gemäht, sondern im Livestream. Das ist die größte Wiese, lässt sich allerdings auch schlecht durch Cosplay mähen. Weil da direkt in der Wiese ja so ein Wassergulli ist oder was das sein soll. Und so eine kleine Tannengruppe ist da ebenfalls drauf. Und ja, das mag Cosplay dann in der Regel nicht so. Ach ja, was noch Neues ist, habe ich übrigens Autodrive mit reingenommen.
Und auch schon mal so ein paar Kurse abgefahren, eingefahren. Das spricht, dieser eine Rundkurs einmal außenrum ist abgefahren. Also auf der Hauptstraße lang, dann diese Stichstraße in der Mitte einmal durch. Was ich noch machen muss, ist die Einrichtung von den ganzen Verkaufsstellen und so. Und dann bin ich sehr gespannt, wie Autodrive sich so im Vergleich zu Cosplay macht. Weil das Coole an Autodrive ist eben, du erstellst keine eigenen Routen, sondern du erstellst ein ganzes Routennetzwerk, die sich die Fahrer dann, oder was sich die Fahrer dann zunutze machen und dann selbstständig die Stellen, die definierten Abladestellen anfahren können und so weiter und sich selbstständig den kürzesten Weg suchen und so. Das ist schon sehr geil, muss ich sagen. Ich habe das in manchen Videos schon gesehen, bei anderen YouTubern, auf anderen Kanälen. Und das macht einen richtig, richtig guten Eindruck, muss ich sagen. Kannst halt auch den Drescher abtanken lassen und was weiß ich nicht was, und verkaufen und abladen, beladen und entladen und was weiß ich nicht was. Und das halt ohne, dass du jeden Kurs wieder irgendwie einzeln einfahren lassen musst. Und da bin ich mal gespannt, was sich damit so machen lässt, weißt du? Ich sag mal, mit Cosplay bist du ja schon relativ flexibel, aber eben auch an gewissen Stellen wieder sehr limitiert, was so die Möglichkeiten angeht. Dann würde mich auch interessieren, ob Autodrive in der Lage ist, zum Beispiel einen Häcksler abzutanken. Also sprich in der Hexekette mitzufahren. Oder ob das erstmal nur mit Cosplay geht. Das müssen wir einfach mal ausprobieren, würde ich sagen. Gelegenheiten dazu wird es sicherlich geben. Auch zuhauf geben. So, genauso hatte ich in den Kommentaren gesehen, dass es durchaus schon Mähwerke mit Schwartablage gibt, beziehungsweise auch die Mähwerke, die ich nutze, eine Schwartablage haben. Nur, dass ich die wohl nicht eingeschaltet habe. Kann passieren, ne? Ja, das werde ich dann logischerweise auch nochmal gegenprüfen, verifizieren beim nächsten Schnitt, der sicherlich kommen wird. Also vielen Dank für die hilfreichen Kommentare, muss ich sagen. Haben sehr geholfen. So, hier werden wir jetzt ein paar Ballen pressen müssen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Hier können wir jetzt nochmal richtig schön hier Real Dirt Color in Action sehen. Wie der Schmutz schön grün hier an dem Trecker sich festbappt. Bin ich übrigens immer noch begeistert von. Wie das halt so dann aussieht, ne? Inzwischen habe ich das auch ganz gut raus, was das Anhalten angeht, wenn die Presstrommel voll ist. Ach Quatsch. Aufpassen, wo ich aushebe hier. Welchen Kraftheber ich hebe und welchen ich senke. Ich habe
festgestellt, ich komme langsam so an die Grenzen, was die Belegbarkeit der Knöpfe von der G27 Seitenkonsole angeht. Ich würde da gerne noch mehr drauflegen von den Knöpfen, das ist so Hydrauliken und so weiter, ne? Und Front- und Heckkraftheber, die ich aktuell auf dem Lenkrad habe, die würde ich gerne mit auf die Konsole, auf die Seitenkonsole legen. Aber so viele Knöpfe habe ich gar nicht. Oder hat die nicht, leider. Muss man sagen. Schön wär's. So. Ja, wie schon angekündigt, ne? Hier sind es ein paar Ballen. Und ich würde sagen, ich presse die jetzt nochmal weiter zu Ende. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal beim Ballen einsammeln wieder. Wenn wir dann mit dem Marcel Ferguson die Rundtour machen und die ganzen Ballen auf den Hängerladen verkaufen fahren. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich hoffe, ihr habt nach wie vor Spaß an dem Projekt. Ich freue mich auf eure Kommentare. Vielleicht habt ihr ja noch Ideen, Hinweise, Tipps und Tricks, was wir hier entsprechend noch so angehen können. Vielleicht hat ja auch jemand Erfahrung mit Autodrive und hat so ein paar, hat vielleicht Ideen, Anmerkungen oder auch Anregungen, auf was man vielleicht achten muss oder was man dazu machen kann. Ja, wie gesagt, ich freue mich drauf. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.